Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier bei dem JFD-Devisenradar. Wir wollen uns ja das beliebteste Währungspaar schlechthin wieder mal unter die Lupe nehmen, denn wir haben es heute wieder mal mit einem Gap zu tun, was am FX-Markt ja höchst selten ist, aber immer mal wieder auftaucht und gerade eben vor dem Hintergrund von ja, den Spekulationen über Griechenland ist hier weitere Spannung angesagt und das ist natürlich auch was, was den Euro ein Stück weit belasten kann und in der Nacht zunächst belastete. Wir schauen mal hier auf den Tageschart und da sehen wir hier einerseits das Szenario in der vergangenen Woche, als es hier noch ein viel, viel größeres Gap Down gab, dann am Montag direkt die Aufwärtskerze, das Gap komplett geschlossen und dann im weiteren Wochenverlauf eher seicht seitwärts, ohne hier signifikant über 1,1235 auszubrechen, was letztlich sozusagen als Indikation ja, hätte gewertet werden sollen, um hier weitere Aufwärtsimpulse setzen zu können. Das blieb aus. Wir sehen es hier beim Wochenverlauf der letzten Woche hier in den einzelnen Tagen. Der Euro setzte zurück am Freitag eben hier dann auch Feiertagsbeginn bedingt in den USA kein Handel. Relativ schwache Volumina, also hier kaum Bewegung. Und dann gab es doch noch ein Downgap eben hier in Sachen des Griechenland-Referendums. Und wir wollen uns hier gar nicht mit den ja, fundamentalen Ergebnissen rumschlagen. Wir sehen hier im Preisverhältnis vielmehr, dass der Markt das natürlich wieder erstmal mit einer Lücke hinnahm, aber auch hier, wie in der vergangenen Woche, der Markt jetzt hier nicht direkt weiter in die Tiefe bzw. in die Knie geht, sondern sich hier vielmehr erneut an einem Gap Closing versucht. Allerdings ist es noch nicht vollzogen. Wir sehen, die Kerze hat zwar hier den Peak zum Eröffnungspreis schon touchiert, das ist auch okay, aber der Kerzenkörper sollte das Gap schließen, dann wäre es ein ganz, ganz sauberes Gap Closing. So kann man zwar sagen, der Preis ist hier schon mal zum Schlusspreis vom Freitag angelaufen, kann man als Gap Close zählen, keine Frage, aber wenn der Kerzenkörper eben hier dann drüber schließt, wäre das ein viel, viel klareres Signal. Ansonsten haben wir hier beim Euro-US-Dollar auf Tagesbasis den kurzfristigen Abwärtstrend mehr oder weniger bestätigt. Und unterhalb dessen bleibt die Lage jetzt erstmal ein Stück weit kritisch. Wir haben hier die Zone um 1,1030, 1,10, das ist ein Support-Level. Wie auch gestern Nacht schon zum Opening mal angedeutet, im eigenen Stream-Kanal hier die Marke von 1,10, 1,1035 ist wichtig, wenn sich Euro-US-Dollar hier etablieren kann. Dann sind durchaus nochmal Aufwärtsimpulse denkbar, die dann hier, und da muss man das Ganze jetzt mal ein Stück weit rüberziehen, meines Erachtens auch erst wieder oberhalb von 1,1235, gerade vor dem Hintergrund der letzten Woche, dass dieses Level nicht signifikant überwunden werden konnte, ist das hier eine Marke, wo ich sage, okay, alles, was ich hier zwischen 1,12 und ja, den Tiefs 1,0954 abspielt, ist hier eine Range. Also das ist alles hier wildes Hin und Her und da kann man sicherlich Intraday partizipieren, aber um hier einen ordentlichen Swing Trade abzusetzen, scheint mir hier ein Stück weit noch ja, das klare Potenzial, die klare Richtung zu fehlen. Das heißt hier eben zwischen dieser Spanne von rund 250 Pips ist Euro-US-Dollar jetzt erstmal sozusagen ein Beobachtungspick. Obgleich wir hier kurzfristig, wie gesagt, ja durchaus einen Abwärtsimpuls gestartet haben, der sich auch ja weiter fortsetzen kann. Wenn wir hier unter 1,0954, dem Tief der letzten Woche, zurückfallen, dann wäre hier sicherlich nochmaliges Abwärtspotenzial vorhanden. Aber tendenziell wäre es sicherlich auch nicht von ungefähr, wenn Euro-US-Dollar hier nach oben auftritt. Wir haben hier zumal die Saisonalität hier mal dabei, auf Tagesbasis mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier ein Stück weit noch schwächer tendieren am morgigen Handelstag, Dienstag, 7. Juli, dann wäre es möglich, dass wir dann daraufhin, wenn wir hier die Level oder das Level von 1,10 verteidigen können, dass wir dann daraufhin durchaus Aufwärtsimpulse sehen können. Rein saisonal dürfte dies hier Rückenwind bis zum Niveau oder bis zum 20.07. etwa führen. Und das dürfte dann in der Summe bedeuten, dass wir hier in diesem Bereich, ja, wenn denn die Saisonalität durchknallt, hier oberhalb von 1,1235 dann durchaus auch weitere Aufwärtsimpulse in Richtung 1,1455 sehen können. Denn das ist hier ganz klar der Widerstandsbereich. Und wenn er dahin läuft, dann hätte man hier sicherlich den nächsten Effekt des Tauziehens, denn unterhalb dessen wäre natürlich auch wieder Rückschlagspotenzial vorhanden. Aber interessant ist eben, dass das Gap nicht direkt weiter abverkauft wird. Und in 90% der Fälle werden die Gaps in der darauffolgenden Handelswoche geschlossen. Letzte Woche ist es geschehen. Und ich würde mal mutmaßen, dass die Chancen auch für diese Woche wieder gut sind, dass wir hier auch nochmal höher anziehen. Hier das kurzfristige Widerstandslevel bei 1,1155 anvisieren, um dann aber eben letztlich hier über 1,1235 vielleicht sogar doch noch rauszuziehen und hier Impulse auf der Nordseite zu setzen. Schauen wir mal kurz den Verlauf hier
im Stundenchart an, sehen wir diese korrektive Erholung, die so ein Stück weit im Stundenchart wie eine Bear Flag daherkommt, also wie eine bärische Flagge, die dann Tendenzen auf der Südseite wieder aufwirft. Das ist hier sicherlich noch nicht ganz klar. Wir sind auch hier unterhalb des Pivot Points gerade ein Stück weit gefangen. Es ist auch nicht gerade ja, ein vortreffliches Chartbild. Also insofern muss man mal sehen, ob hier die Kräfte noch ausreichen, damit hier nochmal signifikant was passiert. Rein technisch haben wir von der Range her, jetzt gehen wir mal auf den MetaTrader-Chart vom Euro-US-Dollar, hier heute schon 97 Pips absolviert. Ja, hier ist die Asia-Range, hier das Gap Down. Dann gab es die Erholung, die sich auch bis jetzt fortführte. Im Schnitt haben wir hier bei Euro-US-Dollar rund Average True Range 14 Tage 124 Pips zu erwarten. Das heißt, es ist hier durchaus noch Luft nach oben und nach unten, aber wir sind hier inmitten der Asia-Range, inmitten der Erholung eben nach dem Down Gap, und das ist hier heute so ein bisschen Harakiri in meinen Augen. Wir sind eben schon 97 Pips gelaufen. Rein summa summarum haben wir knapp 30 Pips noch Potenzial, und das rechtfertigt hier, wenn dann nur sehr, sehr kurzfristige Aktivitäten, obgleich ich, wie gesagt, mir hier vorstellen könnte, dass wir hier das Hoch durchaus auch im Sinne des Vortageshochs hier vom Freitag durchaus nochmal anvisieren, und dann hätten wir auch hier die Urge to Range 1.11, 15, 1.11, 16 nahezu punktuell touchiert, und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, dass das passieren könnte. Ansonsten sollte man wahrscheinlich eher abwarten, was der morgige Tag bringt. Auch interessant, wie die Amerikaner dann heute Nachmittag noch ihren Einfluss ausüben werden, aber zur aktuellen Einschätzung Euro-US-Dollar hier durchaus wieder mit weiteren Aufwärtstendenzen, das kann man mal so festhalten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es dann auch schon gewesen für den heutigen JFD-Devisenradar, wenn Sie mögen. Natürlich, morgen 9:30 Uhr geht es weiter. Ansonsten schauen wir nachher zum JFD Live Trading TV auch nochmal auf den DAX. Also bis dahin, viel Erfolg bei Ihren Handelsaktivitäten. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.